Ja, Elisabeth Federer, jetzt stehen wir hier in der Olma und überall steht hier Kulinarium. Jetzt weiss, es gibt Umfragen, gell? Hat es ein Interview gegeben und glaube 68% wissen, was das Kulinarium ist, was die gelbe Krone ist. Jetzt, wenn wir vielleicht den anderen 32 sagen, was ist denn das Kulinarium? Also das Kulinarium ist eine Regionalmarke, die im Jahr 2000 gegründet worden ist. Und zwar aus Vertretern der Gastronomie, vom Tourismus und der Landwirtschaft. Und im Kulinarium geht es darum, dass landwirtschaftliche Produkte, die in der Region produziert worden sind, schlussendlich auch in der Region verkauft und konsumiert werden. In unseren Leitsätzen ist drin, dass wir kurze Transportwege haben, sei es jetzt in der Weiterverarbeitung von einem Rohstoff oder auch nachher in der Vermarktung. Und uns ist es auch ganz wichtig, dass die Wertschöpfung wirklich in der Region bleibt. Jetzt sehen wir hinten dran immer einen Haufen Flaschen Wein. Das ist natürlich auch ein Augenfang, gell? Wenn ihr hier lauft, natürlich der rundum mit dem Wein. Und oben dran steht dann eben Kulinarium drauf hin. Steht dann dort der Fête de Vigneron 2019. Aber es ist natürlich viel mehr als einfach nur Wein. Das Kulinarium macht das Marketing für den Branchenverband St. Galler Wein. Und der Auftritt, den wir heute an der Olma haben, vom St. Galler Wein, ist eine Zusammenarbeit mit dem Fête de Vigneron. Das Fête de Vigneron ist jetzt im Jahr 2018 auf einer Roadshow in der Deutschschweiz unterwegs und hat hier in St. Gallen Halt gemacht. Wir haben uns zusammengetan mit dem Fête de Vigneron und haben gemeinsam den Gastauftritt hier an der Olma konzipiert. Fête de Vigneron mit ihrer Sonderschau und wir mit dem St. Galler Wein mit dem, unter dem Motto «Das ist unser Wein». Gemeinsam haben wir auch letzten Samstag den Umzug an der Olma gestaltet. Da kann man uns anschauen, gell? Natürlich die TVO, da haben wir auch einen Link drin. Ja. Ganz genau. Rund 450 Gäste von der Westschweiz haben an dem Umzug teilgenommen und aus dem Kanton St. Gallen sind über 100 Winzer und Winzerinnen präsent gewesen. Aber eben, der Trägerverein Kulinarium vertritt natürlich viel mehr als nur Winzer und Winzerinnen. Ganz genau. Ja. Also unsere Aufgabe ist es ja eigentlich, alle Produkte, die in der Landwirtschaft ihren Ursprung haben, helfen mit zu vermarkten. Sind das Milch, die in der Region produziert worden ist, die nachher zu Joghurt und Käse verarbeitet worden ist. Es geht um die Metzger, die ihre Kühe und ihre Säule bei uns haben und nachher zu Würst- und Fleischspezialitäten verarbeitet werden. Da geht es aber auch um Äpfel, die zu Äpfelsaft gemacht werden. Und. Eigentlich alle landwirtschaftlichen Produkte. Da geht es aber auch um Erdbeere, die hier gewachsen sind, die nachher in Gumpfen reinkommen, die nachher in den Migros unter dem Programm des ADR vermarktet werden. Also eigentlich kann man sich das vorstellen, alle landwirtschaftlichen Produkte, die bei uns wachsen, und nachher weiterverarbeitet werden, sind eigentlich in der Unterstützung des Trägervereins Kulinarium. Es ist auch ein riesiges Netzwerk, oder? Migros hast du erwähnt. Also, ganz genau. Ihr arbeitet auch mit Migros zusammen. Seit 2002 hat Migros das Programm ADR-Label im Programm. Und das Label, da haben sie einen Partner gesucht, dazu einen, der auch die Zertifizierung macht und das sicherstellt, dass das wirklich auch Produkte aus der Region sind. Also wenn Sie im Migros ein ADR-Produkt kaufen, in der Migros Ostschweiz und in der Migros Zürich, ist es bestimmt ein Kulinarium-Produkt. Unser Label steht zwar nicht auf der Verpackung, aber die Produkte laufen alle mit dem ganzen Produktdossier bei uns im Kulinarium durch. Und nachher steht eine unabhängige Zertifizierungsstelle dahinter, die die Hersteller auch dementsprechend zertifiziert. Aber sie werden immer unterstützt, auch wenn es darum geht, um Verarbeitungsmöglichkeiten in der Region zu finden, ist das Kulinarium der Ansprechpartner, der dort auch ein riesiges Netzwerk hat und auch ein ganz grosses Know-how hat. Migros hat es auch gekrönt, gell, mit dem Krönchen vom Kulinarium. Das Netzwerk, das hat irgendwie eingeschlagen. Kulinarium ist ein Begriff, oder, gut, das Migros-Label ist auch bekannter, aber das Kulinarium ist ein Begriff, der wirklich eingeschlagen hat in der Region. Das Kulinarium ist auf jeden Fall ein Begriff, der ganz stark eingeschlagen hat in der Region. Es ist auch in der heutigen Zeit von der Globalisierung vielen Konsumenten wieder wichtig, dass sie wirklich wissen, woher das ihre Produkte stammen. Und das ist mit anderem seit Jahren wieder eine Chance für so eine Organisation wie das Kulinarium, um die Produzenten wirklich in der Region zu unterstützen. Und die Konsumenten sind auch froh darum, dürfen so Produkte im Grossverteiler kaufen.
Du mal ganz kritisch und blöd gefragt, gell, warum sollen wir denn regionale Produkte kaufen? Was ist denn besser bei den regionalen Produkten? Also wenn man ein bisschen ökonomisch und ökologisch denkt, dann ist es eigentlich fast unumgänglich, dass man ein Kulinarienprodukt kauft. Weil es macht ja keinen Sinn, dass wir irgendwelche Spargel kaufen, die von Mexiko mit dem Schiff oder sogar mit dem Flugzeug bei uns in der Region eingeflogen wären, nur damit wir im Januar oder im Februar Spargel essen können. Erdbeere ist auch immer so ein Thema. Wir haben bei uns im Rheintal ganz viele Beereproduzenten und Spargelproduzenten. Man muss sich einfach ein bisschen gedulden. Und wenn dann im Mai die Produkte wirklich frisch von der Region auf den Markt kommen, dann sind sie auch geschmacklich und auch mit den Nährstoffen viel besser versorgt, wie das, was so lange auf dem Schiffsweg oder sogar mit dem Flugzeug unterwegs war. Eine riesige Begeisterung, die ihr hier auslöst für regionale Nahrungsmittel, müsste die Politik nicht auch ein bisschen nachziehen? Weil, weißt, wenn du in den Laden reingehst, kaufst du das, was natürlich dort ist, was vielleicht günstiger ist. Also, ihr seid eigentlich wie ein bisschen Vordenker, vielleicht auch ein bisschen Vorbild für Politiker. Träumen Sie davon, dass es mal Politiker gibt, die gleich denken, wie ihr das? Also ich glaube, es gibt Politiker, die gleich denken. Die können es denn? Neu, auf Bundesbern. Entschuldigung? Die können es denn neu auf Bundesbern? Die Politiker, die gleich denken. Die Politiker, die gleich denken, das kann ich jetzt für den Moment noch nicht sagen, wer denn neu auf Bundesbern kommt. Aber wir haben sicher auch in der Politik Vertreter, die voll hinter dem Kulinarium stehen. Ich meine, unser Präsident, der Walter Müller, ist ja auch im Nationalrat vertreten. Und er ist ja eigentlich einer der Gründerköpfe, die schlussendlich auch das Kulinarium gegründet haben. Vielleicht haben wir nicht so eine grosse PR wie andere Organisationen, aber ich denke, wir werden auch von der Politik länger mehr unterstützt. Jedoch denke ich, was ganz, ganz wichtig ist, ist das Bewusstsein des einzelnen Konsumenten. Dass er darauf achtet, weil der Konsument hat es im Griff, um auch beim Grossverteiler darauf zu verzichten, zum Spargel von Mexiko zu kaufen und dafür 2 Monate später oder 3 Monate später die regionalen Spargel aus der Region erntefrisch können zu konsumieren. Der Konsument ist ganz, ganz ein wichtiger Faktor für uns, für das Kulinarium. Sind es viel teurer, die regionalen Produkte? Oder was hebt es denn, dass man sich gleich immer ein bisschen schwer tut? Dürfte es eigentlich nicht sein. Also ich denke, regionale Produkte haben vielleicht, es ist zwar eigentlich traurig, aber traurig ist einfach auch, dass über alle die importierten Produkte, die wir bei uns konsumieren, sagen die Erdbeere und so, ich will nicht näher darauf eingehen, unter welchen Bedingungen die in Spanien wachsen. Eben darum eine Politik, oder? Ja, ganz genau. Und es ist bei uns sicher so, dass wenn man ein Schälchen Erdbeere kauft, das hier bei uns in der Ostschweiz im Rheintal gewachsen ist, dass da vielleicht ein Franken zwei, nein, nicht so viel, aber dass es vielleicht einmal 50 Rappen teurer ist. Aber wir müssen einfach auch sehen, wir leben in der Schweiz, wir verdienen unsere Löhne in der Schweiz. Und es ist schön, wenn wir unser Geld, das wir für unsere Lebensmittel ausgeben, auch wieder den Produzenten geben, die bei uns in der Schweiz nahe regional produzieren. Genau so sehe ich es auch. Und darum hast du Walter Müller erwähnt, ich sage jetzt noch den Markus Ritter dazu. Am Bundesrat täte sich vielleicht selber beraten, wenn er die Leute dort fragen würde, die ja nach bei ihm zu sind. Auf den gehen wir jetzt nicht weiter rein. Wir hoffen auf den nächsten Bundesrat, dass er vielleicht zuerst befragt, bevor er nachher irgendwelche Entscheid fällt, die die Landwirtschaft hier in der Schweiz natürlich auch schädigt. Und wir dürfen nicht vergessen, 16 Franken Stundenlohn in der Schweizer Landwirtschaft ist wirklich wenig genug. Also als Konsument kann man wirklich die Anstrengung eben wirklich auch unterstützen. Du bist auch europäisch unterwegs gewesen, gell, mal, in den Messen und so. Ja, also, ganz früher hatte ich mal einen Job, wo ich eigentlich relativ international, vor allem in Europa, in verschiedenen Ländern auf Messen unterwegs war. Wie hast du die Schweiz wahrgenommen? Also, weißt du, der Ruf von Schweizer Produkten und so? Also ich hatte dazu mal nicht mit Lebensmitteln zu tun. Klar, ja. Ich war in einer anderen Branche tätig gewesen. Aber die Schweiz gilt natürlich einfach als Land, wo ein enormes Potenzial hat, wo natürlich auch wirklich vor allem sehr exklusive Produkte rausbringt. Das ist schon so ein Standard, wo man eigentlich, oder ein Blick, wo man auf die Schweiz hat. Dass wir eigentlich wirklich hochstehende Produkte produzieren. Sei es jetzt einerseits schon auch in der Landwirtschaft, aber natürlich auch im Hightech-Bereich ist es natürlich einfach ein Ruf, den die Schweiz hat. Und das, zu dem stehen wir ja auch. Und so sind wir auch. Also wir sind ja wirklich auch die, die immer das auch sehr ernst nehmen, um unsere Produkte bestmöglich
zu produzieren, Top-Qualitäten auf den Markt zu bringen. Das Büro hat jetzt einen Wald, gell, bei der landwirtschaftlichen Schule. Also das ist dein Büro, aber du speedest natürlich unglaublich umeinander. Im Petrol mit Knappchen abmachen, morgen Termin, dann nachher wieder ein Termin. Also du bist wahrscheinlich gerade viel im Büro, nehme ich an. Also jetzt über so einen Anlass wie die Olma bin ich nicht viel im Büro. Es gibt sicher immer wieder zwischen deinen Zeiten, wo ich auch, und wo es auch wichtig ist, dass man auch im Büro sein kann und sich wieder strategisch auf neue Projekte vorbereiten. Aber mein Job besteht eigentlich schon darum, dass ich relativ viel unterwegs bin. Und das ist auch etwas, wo ich mich freue. Sei es auf den Messen, aber auch bei den einzelnen Produzenten vorbeigehen, um dort auch Beratungen zu machen, auf welchen Tools, dass sie ihre Produkte am besten vermarkten können. Ihr seid hier also eben auch eine Supportstation für Produzenten, wo ihr sie unterstützen könnt, oder? Nehme ich an. Wir haben ein ganz grosses Marketing-Dienstleistungsangebot, wo wir unsere Produzenten damit unterstützen. Wir sagen immer, ein Käser beherrscht sein Handwerk. Sein Handwerk ist aber in der ersten Linie ein hochwertiges Top-Produkt herzustellen. Und wir bieten ihm eigentlich anbieten, auf welchen Kanälen, dass er sein Produkt am besten an den Mann bringen kann. Sei es jetzt auf Messen, im Printbereich, aber jetzt seit neuestem sind wir ganz stark auch im Online-Bereich tätig, dass wir auch Filmporträts für unsere Produzenten machen, die wir nachher auf den Social Media wirklich als Volk bringen. Ja, Elisabeth Federer, wirklich eine super Sache, etwas, was natürlich unsere Region stärkt, unsere regionalen Produzenten stärkt, natürlich lange Transportwege vermeiden hilft, also auch eine nachhaltige, sagen wir mal, nachhaltige Erfolg für unsere Umwelt natürlich bringt. Und wenn wir als Konsumenten dann eben auch noch dementsprechend einkaufen, können wir etwas dazu beitragen. Was ist denn dein grösster Wunsch, so gerade jetzt konkret hier an der Olme, umringt von all diesen super Wein? Also in dem Ring von diesen super Wein. Gell, dein eigener ist auch nicht dabei? Mein eigener ist auch dabei, aber der ist jetzt hier wirklich nebensächlich. Aber für mich war es natürlich mega lässig. Ich habe jetzt fast 2 Jahre mit dem Markus Hardegger von der Fachstelle Weinbau in Saletz auf diesen Tag oder auf diese 11 Tage angearbeitet. Und der St. Galler Wein ist mir natürlich sehr ans Herz gewachsen. Und es ist für uns mega eine tolle Chance für das ganze Weinkanton, St. Gallen, um uns einmal auch mal an einem ganz grossen Publikum zu präsentieren und so auch zu zeigen, dass wir bei uns in der Ostschweiz nebst allen hochwertigen landwirtschaftlichen Produkten von Spargeln über Erdbeere und alles einfach auch top Wein produzieren.